So, willkommen zurück zur Pokémon Golden Edition. Im letzten Part haben wir erfahren, dass unsere Pokémon von Pokerus betroffen sind. Außerdem wird unsere Eule gegen die nächste Arena kämpfen müssen. Das heißt, wir nehmen das Item EP-Teiler, tun Eule nach vorne. Und Play spricht das Item EP-Teiler. Ganz einfach. Gehen wir jetzt also zur Arena, zu Postorten. Und Hardback. Die Arena ist relativ schwer, finde ich. Was heißt schwer, aber ne? Ihr wisst Bescheid. Schickli. Zählt euch die Level an. 27. Kann nicht deren Ernst sein. Sprunki kann uns übrigens hart treffen, da wir von Typ Normal und Blut sind. Damals mit X-Blatt in Pokémon Silber hat es uns nichts abgezogen. Aber wir haben auch um einiges höher vom Level. Das heißt, wir müssen. Jo. Vier Meister der Kampfkunst haben vor nichts Angst. Das heißt, wir müssen zwischendurch rausrennen und uns heilen. Unsere Eule heilen. Nokshan. Weiblich. Nokshan weiblich mit rosanen Kampfanzug. Und Verletzung. Feuerschlag. Oh, das hat die Elementarschläge drauf. Und wir brennen natürlich. So. Jetzt sollten wir beim nächsten Mal vorher Perfekt einsetzen. Wir brennen, das ist unschön. Das heißt, unser Angriff ist geschwächt. Wir werden mit einem Eishieb besiegt. Oder auch nicht. Spiderin Tausch. Warum ich das mache, weiß ich nicht. Wahrscheinlich bin ich lebensmüde. Auf jeden Fall kommt jetzt Nachtnebel dran. Kometenhieb, ja. Das reicht auch so. Ja, ich muss so nicht Luft anhalten. Ich weiß manchmal nicht, was ich sagen soll, aber. Schwarzkopf Jeff ist schockiert beim Tod. Wir gehen also zurück zum Pokémon Center, heilen unsere Eule auf. Und ja. Bevor ich damals hier war, war ich schon in einem Rocket-Versteck mit Pokémon Silber, deswegen war meine Pokémon auch einige stärker. Und die Rocket ist allgemein schwach. Später vielleicht. Tschüss. Dass wir doch erstmal fliegen können. Wir waren glücklicherweise schon in der Stadt mit dem lieben Orden. Können wir überhaupt schon Stärke? Worte sind nutzlos. Lass deine Fäuste sprechen. Tu ich. Nur sind meine Fäuste ein Schnabel. Von einem Flug-Pokémon mit der Attacke des Namen. Machalo kann eigentlich nichts weiteres als Geowurf gegen uns einsetzen. Oder Karatschlag. So, ein Volltreffer. Sehr schön. Nach Hallo. Ein Maschok.
auch gut. Sieht scheiße aus. Aber die Sprites hier in Pokémon Gold sehen irgendwie anders aus als in Pokémon Silber. Aber naja, den interessiert das schon. Am schönsten wäre es natürlich, wenn Eule schon kompulsieren könnte. Aber es ist hier anscheinend nicht gefragt. Also gehen wir nochmal raus. Heilen unsere Eule nochmal auf. Und dann. In letzter Zeit habe ich irgendwie häufiger Pokos, also auch Pokémon zu Silver oder Pokémon Schwarze Edition. Überall habe ich Pokos in meinen Spielen. Möchtest du stärker einsetzen? Ja, Dashi setzt stärker ein, bitteschön. Jetzt ist natürlich sehr schwer. Gegen die Wut meiner Freude kann ein Pokémon nichts ausrichten. Doch. Also, ja, doch. Doch. Minky. Rissigma. Verteidigung steigt. Noch ein Reflektor. Ah. Okay, mit einem Reflektor haben wir Strahl, Verteidigung anscheinend schon auf Maximum. Das heißt, wir können mit Schnabel angreifen. Ich würde nur sicher gehen, dass es auch so stimmt, wie es gesagt wird. Das Reflektor erhöht Verteidigung auf Maximum für 5. Für bis zu 5 Runden. Kann allerdings fangen. Durchbruch durchbrochen werden, aber gibt es hier in diesem Spiel noch nicht. Erstmal Pokémon Saphir und Rubin. Yep, gratuliere. Ein Reflektor ist verschwunden, meine Verteidigung ist also wieder normal. Aber, puh, was soll's. Laser reicht also 29. Und ein weiteres Mankey kommt in den Kampf. Sollen wir mit einer Schnabelattacke bezwingen? Ich sag das mal so spät, was schon passiert ist. Yep. Den Beutel, Supertrank. Ich habe keine Lust nochmal rauszurennen und diese Felsen zur Seite zu schieben. Das heißt, gehe ich jetzt direkt zu Kurt. Kurt, du hast es also bisher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf. Hartwig. Kurt ist, jemand anderes. Hartwig. Ja, warte nochmal. Hartwig. Da jetzt hast du es erschreckt. Wie? Es hat nichts mit Pokémon zu tun, das ist wahr. Komm her, lass uns kämpfen. Hartwig. Kurt, wer war denn nochmal Kurt? Auf jeden Fall auch ein Kampf-Pokémon-Trainer. Reflektor. Oh, es ist schneller als wir. Aber mit Reflektor erhöhen wir unsere Verteidigung, wie wir schon erwähnt, fürs ganze Team. Allerdings, im Gegensatz zu Härtner oder was auch immer. Oh, setzt Raserei ein. Das ist nicht gut für uns. Oh, das ist doch gut für uns und ich hab's noch nicht bemerkt. Nochmal Karateschlag ein. Das ist in verfallenden Dingen.
Aber es scheint hier irgendwie nicht wichtig zu sein. So, Quabbel. Bleib mal kurz drin. So, er fliegt da lässt nach. Wir lassen ihn nur sein. Keine Wirkung anscheinend. Reflektor nochmal. Wow, Wuchtschlag ist stark. Und hat uns verwirrt. Das wird auch die Attacke. Ah, verdammt. Attacke sein, die wir bekommen. Oh, setzt Surf ein. Wunderbar, jetzt ist unser armes Noctur besiegt. Unsere Eule. Was das jetzt mal ein Fluffy. Du wirst jetzt den Kampf richten. Mit Spuckball. Spiel Surfer dann und singt. Ich spule ein bisschen vor. Das heißt, Spuckball trifft jetzt ein bisschen härter. Und die Spezialverteidigung nochmal. Hypnose geht wieder daneben und mit diesem Spuckball dürfte es gegessen sein. Das ist aber nicht. Aber mit dieser Bissattacke. Zack. Die nicht effektiv ist, weil es vom Typ Kampf ist. Ah, es hat gereicht. Und Leiter Hartwig wurde besiegt. Puh. Ich hab verloren. Wie wär's damit? Du bist der Faustordenswürdig. Also kriegen wir VM02 fliegen von seiner Frau. Und eine TM. Nicht zu vergessen. Gleich die alle Pokémon bis leider 70 wird auch für getauschte, außerdem kann deine Pokémon fliegen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier nimm auch die TM01. Luftschlag. Wuchtschlag. Ja, genau. Es wird zwar nicht immer, aber wenn es tut, wird er den Gegner. Gut. Du hast das mehr gehört, um hierher zu kommen. Bla 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 bla. Vor allem mit 2. Fliegen. Mein Mann hat gegen dich verloren, also muss er härter trainieren. Das ist auch gut so, er hat in letzter Zeit etwas Speck angesetzt. Und unsere Eule lernt fliegen. Hoffentlich. Fliegen einem Pokémon beibringen? Yep, das wollen wir. Eule lernt fliegen. Vergessen werden. Schnabel. Ja. Und Eule, wohin soll es gehen? Nach oben, nach oben. Okay. Zurück nach Oliviana City.